Hallo Leute, hier ist der Lower Coach, Lower the Law of Attraction, das Universum, Gesetz der magnetischen Anziehung, das auf jedes Individuum wirkt, das da besagt, was du selbst aussendest mit deinen völlig frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das erzeugt Vibrations, dein Körper, deine Mitmenschen und deine Umwelt reagieren entsprechend darauf. Erkenne dich selbst, wie du in den Wald rufst, so schall es zurück. Was du sähst, das wirst du ernten. Achte darauf, was du selbst aussendest. Du hast in der Hand, was du selbst aussendest. Du bist nicht nur einer, der was auf die Umwelt reagiert. Nein, du trägst bei, du bist der Mittelpunkt deiner persönlichen Welt. Dreh dich mal im Kreis, du bist im Mittelpunkt. Du sendest aus, die anderen reagieren auf dich. Was sendest du aus? Um mehr und mehr in Harmonie mit deiner Quellenergie zu kommen, die bedingungslos liebt und wertschätzt, musst du dir jeden Tag die Zeit nehmen, eine Viertelstunde zu meditieren. Und sage mir nicht, boah, ich bin ein Businessman, ich bin ein Realist, ich bin ein materiell fokussierter Mensch, ich habe keine Zeit für so esoterischen Quatsch wie Meditieren. Hey, Meditieren ist die Basis, um dich mit deiner Quelle zu verbinden. Du hast keine Zeit, dich nicht darum zu kümmern, um jeden Tag zu meditieren. Das ist die Basis und das Wichtigste in deinem Leben. Sonst bist du ja wie ein Computer ohne Internetanschluss. Du kannst nicht viel tun, wenn du dir nicht die Zeit nimmst, dich mit deiner Quellenergie zu verbinden, wo alle Weisheit, wo alle deine Träume, wo alle deine Realisierungen auf dich warten. In dir, du musst dich mit deiner Quelle verbinden, dann bist du im Sport gut, dann bist du im Lebensalltag gut, dann bist du im Beruf gut, dann bist du in deinem Privatleben gut. Vieles läuft wie von selbst. Du kommst mehr und mehr in Flow, wenn du täglich eine Viertelstunde meditierst. Am besten gleich in der Früh. Meditiere, ich sage dir, fange an zu meditieren. Du kannst auch tagsüber immer wieder in einen Meditationsmodus kommen. Wenn du in der Straßenbahn sitzt, auf die U-Bahn wartest, am Fahrrad deine Runden drehst, im Wald spazieren gehst, fokussiere dich auf deinen Atem, mache einen Atemrhythmus, der so geht. Dreimal einatmen und in 5er Schritten ausatmen. In 3er Schritten einatmen. Und in 5er Schritten ausatmen. Das kannst du immer und überall tun, wenn du nicht gerade in einem Gespräch bist oder bei Dingen, wo du dich auf andere Dinge fokussieren musst. Wenn du ein bisschen Freiraum hast, dann gehe in diesen Atemrhythmus. Er lässt das Rattern deiner Gedanken im Kopf zur Ruhe kommen und öffnet dich für deine Quellfrequenz, die ständig zu dir durchfließt. Aber durch Fokus auf Materielles, auf rein Materielles, auf Fokus auf negative Gedanken, auf Fokus auf Nachrichten und negative Schwingungen,
Hast du das Gespür für deine Quellfrequenz verloren? Niemand hat dir gesagt, hey, meditiere eine Viertelstunde. Das ist gut für dich. In der Schule sagt dir das niemand. Im Kindergarten sagt dir das niemand. Im Beruf sagt dir das niemand. In der Familie sagt dir das niemand. Woher sollst du es wissen? Aber du spürst es wahrscheinlich selbst, dass dir das gut tut. Starte mit der Meditation. Starte am besten heute. Ich lade dich ein, jetzt gemeinsam mit mir zu meditieren. Schließe jetzt am besten deine Augen und starte mit dem Atemrhythmus. In Dreier-Schritten einatmen und in Fünfer-Schritten ausatmen. In Dreier-Schritten einatmen und in Fünfer-Schritten ausatmen. Spüre in dich hinein. Tu es einfach so, weil es dir gut tut, nicht weil du irgendein Ziel erreichen willst, das gerade vor dir liegt. Mache die Meditation einfach, weil sie gut tut und weil sie dich mehr und mehr mit deiner Quellfrequenz verbindet, die dich bedingungslos liebt und wertschätzt. All die Realisierungen deiner Träume warten auf dich. Aber dazu musst du dich zuerst mit deiner Quellfrequenz harmonisieren. Lasse allen Groll und Ärger los. Lasse alle Schuldzuweisungen los. Tu es nicht für die anderen. Tu es für dich selbst. Denn umso entspannter du bist, umso leichter fällt es dir, dich mit deiner Quellfrequenz zu verbinden. Umso weniger Sorgen du hast, umso leichter fällt es dir, mit deiner Quellfrequenz in Verbindung zu treten. Viele Künstler sagen, ja, dieses Lied, das ich geschrieben habe, das ist aus meinem Inneren gekommen, aus meinem Flow-Zustand. Und das kannst auch du, deine Kreativität wird sich mehr und mehr steigern. Dein Wohlsein, dein Gesundheitszustand wird sich mehr und mehr steigern, wenn du jeden Tag eine Viertelstunde meditierst. Schenke dir diese Viertelstunde. Lass keine Ausrede zu. Nimm dir diese Zeit, das ist die wichtigste Zeit deines ganzen Tages, dir eine Viertelstunde Zeit zu schenken und zu meditieren. Am besten gleich in der Früh. Atme in Dreier-Schritten ein und atme in Fünfer-Schritten aus. Atme in Dreier-Schritten ein und atme in Fünfer-Schritten aus. Ich lasse dich jetzt ein paar Minuten allein in deiner Meditation. Folge den Atemschritten dreimal ein und fünfmal aus. Komme mehr und mehr in Harmonie mit deiner Quellfrequenz, die dich bedingungslos liebt und wertschätzt.
Zeit wirst du ein Kribbeln und ein Zucken in deinem Körper spüren. Das ist der Indikator dafür, dass du dich geistig und körperlich harmonisierst. Es braucht dich nicht zu beunruhigen. Es ist einfach ein Zeichen der Harmonisierung, der Frequenz deiner Quelle und der Frequenz deines Ich-Zustandes. Mehr und mehr kommst du in Harmonie. Die zwei Frequenzen verbinden sich in Harmonie, in Liebe und Wertschätzung für dich selbst, deine Mitmenschen und deine Welt. Du bist hier, um deine Träume zu leben. Du bist hier, um das zu tun, was sich gut anfühlt für dich. Das zu denken, was sich gut anfühlt für dich. Das zu glauben, was sich gut anfühlt für dich. Komme mehr und mehr in Harmonie mit deiner Quellfrequenz. Öffne jetzt langsam wieder deine Augen und sei dir bewusst, wenn du das jeden Tag machst, dann wird es dir immer besser und besser gehen. Du wirst mehr und mehr auf dein Inneres hören und mehr deine Träume leben, denn darum bist du hier. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, dich mehr und mehr auf dich selbst zu fokussieren, auf das, was du selbst aussendest, auf das, was du dir in deinem Leben wünschst und dass du deine Träume mehr und mehr lebst. Melde dich, ich coache dich gerne ein paar Wochen. Ciao.